Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhis von 80 mit einer weiteren Ausgabe der Black Barons Collection. Und gestern habe ich euch auf Film Arena Collection Nummer 101 vorgestellt, die Maniac Box zu Blade Runner. Und die schaut mir richtig cool aus. Einfach mal das wieder anklicken von der Film Arena Collection. Und heute geht es um die Black Barons Nummer 13, nämlich The Day After Tomorrow. Habe ich auch sehr darüber gefreut, auch dieser Film bei der Black Barons oder Black Barons Collection rauskommt. Und das schöne Teil ist auf 500 Stück limitiert und enthält das Steelbook, was es auch bei uns im Mediamarkt und überall zu kaufen gibt. Und das Steelbook finde ich mal richtig cool. Wir machen erst einmal auf und dann gucken wir uns mal dann das Steelbook mal, oder zumindest das Full Sleeve mal genauer an. Und wir haben hier die Nummer draufgeklebt, wie man es eben so kennt, von den Black Barons. Und das Full Slip ist hier komplett glänzend gehalten, passt natürlich auch perfekt zu dem Film. Und hier ist The Day After Tomorrow, ist hier erhaben, mit einem kleinen Glanzeffekt drüber. Und schaut auch richtig cool aus. Und das ja, Motiv ist natürlich schon weltbekannt, ne? Die eingefrorene Freiheitsstatue. Und hier oben dann nochmal ein Schriftzug. Und hier eben dann der Spine, The Day After Tomorrow. Und wir haben hier auch einen Übergang zu der Rückseite natürlich auch. Und hier sehen wir nochmal ein gefrorenes Schiff. Ja, wir schütteln mal das ganze Ding heraus. Und da haben wir einmal nochmal hier die Limitierungskarte, die Limitierungsnummer unten drunter. Die ganze schaut hier so aus. Meine Nummer natürlich 229 von 500 Stück. Und das Full Slip natürlich recht dünn, wie auch die ganzen anderen Black Barons genauso, und passt ja auch perfekt zu der ganzen Reihe. Und jetzt haben wir nochmal ein Booklet dazu, was auch richtig stark ausschaut, wo gerade die Golden Gate Bridge weggespült wird. Und auch hier haben wir auch ein zusammenhängendes Bild mit der Rückseite hier. Auch das schaut cool aus, wenn dann die Welle noch dann auf Manhattan trifft. Und schaut richtig klasse aus. Und da gehen wir zuerst mal ins Eingemachte und gucken uns mal dann das Booklet mal ganz genau an. Bis gleich. Ja, kommen wir mal zu dem Booklet. Und das Booklet, auch das Bild ist hier richtig gestochen scharf, wie ihr seht, die Brücke hier, auch das Wasser, wo hier aufprallt. Sehr schön auf jeden Fall. Und natürlich der Schriftzug, The Day After Tomorrow. Und wir schlagen einfach mal auf. Und dann geht es hier gleich mal los mit einem kleinen Schneegestöber. Und hier kommen dann die Wellen natürlich auch wieder hier mit ein bisschen englischen Text dabei. Immer schön gemischt Text und Bildern. Sehr cool auf jeden Fall. Und hier fährt man der große Dampfer in Manhattan ein. Film, ja, wie gesagt, finde ich echt genial. Mit einer von den coolsten Katastrophenfilmen, ganz ehrlich, von Roland Emmerich. Aber ich mag eher allgemein diese ganzen Filme einfach mal hin ausschalten und einfach mal Spaß haben, ganz ehrlich. Und hier geht es dann eben weiter mit Dennis Quaid noch. Und hier ein Wirbelsturm über Los Angeles. About the cast hier. Jack Gyllenhaal in ganz jungen Jahren. Ian Holm, ja, wer kennt nicht als Bilbo Beutlin. Und hier sind wir noch bei der letzten Seite noch. Mit den ganzen Cast noch. Und hier immer noch der About the Filmmakers. Roland Emmerich hier. Und das war dann natürlich auch noch das Booklet. Hier noch dann die Rückseite nochmal von dem Booklet. Auch das schaut sehr stark aus, wie ich finde. Macht wirklich was her. Und ja, das war das Booklet zu The Day After Tomorrow von Black Barons. Und wir gehen nochmal zurück zum Hauptschirm. Ja, das war das Booklet zu The Day After Tomorrow. Und wir wechseln gleich über zu dem Steelbook. Und wie gesagt, das Steelbook gibt es bei uns auch in Deutschland zu kaufen, natürlich mit deutschem Ton. Wir haben das Steelbook hier eben ohne deutschen Ton, aber ich habe den Film auch schon zu Hause in dem schönen Zavi Steelbook. Und noch einmal in einer Amaway ohne Langmittel auch. Und hier haben wir eben dann das coole Motiv hier dazu. Schade hier, dass hier keine Prägung vorhanden wäre. Die Autos, so ein Glanzeffekt, auch ganz cool gekommen. Natürlich auch der Schriftzug The Day After Tomorrow wäre auch klasse gekommen. Aber es ist ein ganz stinknormales Steelbook, jetzt nichts weiter Bewegendes. Aber wir haben ein Spine am Schriftzug. Ein Schriftzug am Spine, wohlgemerkt. Auch das finde ich schon mal ganz cool. Und hier das Backmotiv, eben hier nochmal das Bild, wo die Welle gerade auf die Bibliothek trifft in New York. Und dann haben wir hier noch ein paar Fotocards und hier eben einmal mit der Disc.
und einmal hier ohne Disc. Und hier sehen wir eben auch ein richtig cooles Innenmotiv, wo eben die Freiheitsstatue unter Wasser ist. Auch das ganze Bild von dem Druck von dem Steelbook ist eigentlich wirklich schon sehr scharf, wie ich finde. Also schaut wirklich ganz gut aus. Also kann man sich jetzt auch hier in Deutschland zulegen, wenn es irgendwo zu kaufen gibt, nämlich Amazon, müsste es geben noch. Und schaut auf jeden Fall richtig cool aus. Ja, dann gucken wir uns doch dann noch kurz die Fotocards an. Natürlich wie immer auch nochmal extra eingepackt. Und da haben wir das Backmotiv. Das Ganze schaut hier so aus, wo alles in Eis gefroren ist und die beiden halt eben gerade seinen Sohn suchen. Hier nochmal eben Jack Gyllenhaal. Auch hier das Bild auch wirklich sehr gestochen scharf. Und endlich habe ich jetzt Lust, diese mal anzugucken. Nochmal Jack Gyllenhaal. Warum so oft? Und noch einmal drauf. Aber jetzt besser. Jetzt haben wir hier ein paar Katastrophenbilder, wie gerade eben der Tsunami auf Manhattan trifft. Dann haben wir hier einmal nochmal Jack Gyllenhaal. Und einmal hier Dennis Quaid. Und dann zum Schluss nochmal Dennis Quaid, auch nochmal in recht jungen Jahren. Und ja, das war auf jeden Fall die Fotocards noch von The Day of Tomorrow in der Ausgabe Black Balloons Nummer 13. Und haben hier nochmal den Schuber, auf jeden Fall coole Edition auf jeden Fall. Und wer es noch nicht kennt, einfach mal bei HD Filmportal nachschauen. Kauflink unten in der Videobeschreibung bei mir. Und ja, lasst ein paar Kommentare da, wie ihr die Edition findet und wie ihr den Film auch findet. Ich finde den Film richtig klasse und freue mich jetzt auch, den nochmal in einer schönen Fusion-Edition zu haben von den Black Barons. Ja, das war's und morgen, beziehungsweise heute gibt es ein weiteres Video noch von den Black Barons. Seid gespannt, was das sein wird und bis demnächst. Euer Forsen80, Jimmy Ö und Beep.